Direkt vor unserem Studio hier in Bielefeld haben sich heute Muslime zu einer Mahnwache getroffen. Aufgerufen zu der Kundgebung hatte das Bielefeldner Bündnis islamischer Gemeinden und der DITIB-Moscheeverein. Nach ihrem Freitagsgebet haben sich rund 50 Muslime aus ganz Ostwestfalen-Lippe vor dem WDR-Studio in Bielefeld versammelt, um für Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt zu demonstrieren. Nach dem Terroranschlag auf die Pariser Zeitschrift Charlie Hebdo wollen die muslimischen Vereine damit auch ein Zeichen für die Pressefreiheit setzen. Jeder Muslim, der heute hier anwesend ist, ist ein deutscher Muslim, ist auch speziell ein Bielefelder Muslim. Und jeder, der hier ist, setzt sich nicht nur für Einigkeit, Freiheit und Recht ein, wie es in der deutschen Nationalhymne ist, sondern wir setzen uns auch für Meinungsfreiheit, Demokratie und Pressefreiheit ein. Auch in vielen anderen Städten im Land gab es heute ähnliche Mahnwachen vor TV-Sendern und Zeitungsredaktionen.